Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Auf vielfachen Wunsch lese ich ein Märchen aus Tausend und einer Nacht vor. Und zwar der Prinz und der König der Geister. In der Stadt Basra lebte einst ein König, der große Reichtümer besaß und von seinem Volke sehr beliebt war. Nun, sein Herzenswunsch aber blieb ihm unerfüllt, denn er hatte keine Kinder. Darum machte er allen heiligen Männern in seinem Land Geschenke und beschwor sie, damit sie für ihn beten sollten, dass ihm endlich ein Sohn geschenkt würde. Die vielen Gebete blieben nicht erfolglos. Die Königin schenkte einem Sohn das Leben, der den stolzen Namen Zein al-Asman bekam. Das heißt, Zierde der Bildsäulen. Nun ließ der König alle Sterndeuter seines Landes kommen und befahl ihnen, die Zukunft seines Kindes zu deuten. Die Männer stellten also ihre Beobachtungen an. Sie entdeckten in den Sternen, dass großer Mut den Königssohn auszeichnen werde, weil er viel Mut aufwenden müsste, um manches Unglück, das ihn bedrohen werde, mannhaft zu ertragen. Aber den König erschreckten diese Weissagungen nicht. »Wenn mein Sohn nur Mut hat«, sagte er, »so ist er nicht zu beklagen. Es ist gut, wenn gerade die Prinzen manchmal Unglück haben. Das läutert ihr Wesen und macht sie am Ende zu besseren Herrschern.« Der junge Prinz wurde nun von hervorragenden Lehrern erzogen, aber er war noch nicht alt, als sein Vater plötzlich von einer schweren Krankheit befallen wurde und der König fühlte, dass sein Ende nahe. Da ließ er seinen Sohn rufen und sagte ihm als letzten Rat: Höre niemals auf das, was die Schmeichler sagen. Sei vorsichtig im Belohnen wie im Strafen, denn gar zu oft lässt sich ein König durch falschen Schein trügen. Er belohnt dann die Schlechten und unterdrückt die Guten. Nach diesen weisen Worten starb der König. Prinz Zein trug 7 Tage lang Trauerkleider. Am 8. Tage bestieg er den Thron des Vaters und begann seine Herrschaft. Leider war er noch viel, viel zu jung und unerfahren. Es betörte sein Herz, wenn sich alle vor ihm verbeugten. Um die Regierungsgeschäfte kümmerte er sich kaum. Umso lieber veranstaltete er mit seinen Freunden Feste und Trinkgelage. Seine angeborene Freigebigkeit verwandelte sich in Verschwendungssucht und die königliche Schatzkammer leerte sich bei dieser Lebensweise nach und nach und immer rascher. Vergeblich versuchte die Königin, den Sohn für ein besseres Dasein zu gewinnen. Erst als das Volk zu murren begann, ließ sie sich dazu überreden, mit der Führung der Staatsgeschäfte einige erfahrene und weise Männer zu betrauen. Aber jetzt war es fast schon zu spät. Zein hatte seinen gesamten Besitz verschwendet, nun packten ihn tiefe Reue und tiefe Schwermut. Aber eines Nachts erschien ihm im Traum ein ehrwürdiger Greis. Lächelnd trat er auf ihn zu und sprach: O Zein, vergiss nicht, dass auf jedes Leid eine neue Freude folgt und auf jedes Unglück ein neues Glück. Willst du deinen Kummer am Ende bereiten, dann reise ins Land Ägypten nach Kairo. Dort erwartet dich ein großes Glück. Als der Prinz seiner Mutter von diesem Traum erzählte, lachte sie nur, denn sie glaubte nicht daran, dass in manchem Traum die Wahrheit verborgen schlummert. Zein aber dachte anders darüber. Heimlich verließ er eines Nachts ohne Begleiter den Palast und reiste nach Kairo. Er musste sich viele Mühen überstehen, bevor er diese herrliche Stadt erreichte. Dort legte er sich dann müde vor einer Moschee neben seinem Pferd nieder und schlief tief ein. Kaum hatte er die Augen geschlossen, erschien ihm wieder der Greis. »Ich bin zufrieden mit dir«, sprach er. Ich wollte dich mit dieser Reise auf die Probe stellen, ob du meinen Worten glaubst. Nun weiß ich,
dass du Mut und ein starkes Herz besitzt. Ich will dich zum reichsten und glücklichsten König dieser Erde machen. Kehre also nun in deine Heimat zurück und dann wirst du in deinem Palast unermessliche Reichtümer finden. Als sie ihn erwachte, war er nicht froh über diesen Traum. Meine eigene Fantasie hat mich genarrt, dachte er. Die ganze Reise war umsonst. Und es wird wohl am besten sein, wenn ich sofort nach Basra zurückkehre. Gut, dass außer meiner Mutter niemand von dieser Sache weiß. Man würde mich sonst nur verspotten. Nach dem Misserfolg dieser Reise traf der Prinz so enttäuscht in seiner Heimat an, dass ihn die Königin wegen seines Traumes nicht mehr auslachte, sondern zu trösten versuchte. Sie sagte, »Beruhige dich, mein Sohn. Wenn Allah dir Reichtümer bestimmt hat, so wirst du sie gewiss noch bekommen. Zunächst aber sollst du ein vernünftiges Leben führen, das nicht nur aus Tanzen und Trinken und ähnlichen Freuden besteht. Bevor du dich selbst glücklich machst, musst du erst einmal dein Volk glücklich machen.« Prinz Zain versprach, diese Ratschläge der Mutter zu befolgen. Aber gleich in der ersten Nacht, die er wieder in seinem Palast zubrachte, sah er den Greis zum dritten Mal im Traum. »Mutiger Zain«, sagte er, »endlich ist der Augenblick deines Glücks gekommen. Wenn du morgen früh erwachst, dann nimm eine Hacke und durchsuche das Zimmer deines Vaters, weil dich dort ein großer Schatz erwartet.« Gleich nach dem Aufstehen berichtete Zain seiner Mutter, aufgeregt über diesen neuen Traum. Obwohl die Königin zweifelnd lächelte, sprach er trotzig, »Jetzt glaube ich wieder, dass der Greis zu mir doch die Wahrheit spricht. Er hat mich ja nur nach Ägypten geschickt, um meinen Mut und meine Ausdauer auf die Probe zu stellen. Nun aber hat er mir den Ort verraten, wo ich den Schatz suchen soll. Ich werde also sofort der Wahrheit auf den Grund gehen.« Unverzüglich begab sich der Prinz mit einer Hacke in das Zimmer seines verstorbenen Vaters. Dort begann er mit großer Mühe, die Platten, mit denen der Fußboden belegt war, aufzuheben. Aber er fand nichts. Da war keine Spur von einem Schatz zu entdecken. Schon fürchtete er, dass ihn nach dieser neuen Enttäuschung seine Mutter mit Recht verspotten würde. Da fiel ihm ein eigenartiger weißer Stein auf. Zu seiner Überraschung entdeckte er dahinter eine verschlossene Tür. Nachdem er das Schloss aufgebrochen hatte, erblickte er vor sich eine Treppe, ganz aus weißem Marmor. Rasch zündete sie ihn eine Wachskerze an, stieg die Treppe hinunter und kam in einen mit chinesischem Porzellan gepflasterten Raum, dessen Wände und Decke von Kristall waren. Was Zains Augen aber am meisten anlockte, das waren 40 steinerne Urnen aus Porzellan. Zuerst glaubte er, sie wären mit Wein gefüllt, bis er einen der Deckel aufhob und darunter einen ganzen Schatz von schweren Goldstücken fand. Auch die anderen der 40 Urnen bargen Goldstücke, hoch bis zum Rand. Der Prinz nahm eine Handvoll heraus und lief damit zu seiner Mutter. Die Königin war mehr als überrascht, als sie sah und hörte, welche Reichtümer ihr Sohn gefunden hatte. Sie wollte nun mit eigenen Augen das wunderbare Versteck am Fuß der Marmortreppe sehen. Zain zeigte ihr dort die 40 Urnen, aber die Königin entdeckte dahinter noch eine kleinere, die ihr Sohn bisher nicht gesehen hatte. Diese Urne bestand aus demselben edlen Gestein und darin befand sich ein goldener Schlüssel. »Er verschließt gewiss noch einen anderen Schatz«, rief die Königin. »Also, lass uns das Schloss zu diesem Schlüssel suchen.« Mit größter Aufmerksamkeit gingen sie vor, bis sie endlich mitten in der Wand ein kleines Löchlein fanden. Aber der Schlüssel passte. Die Tür ging auf und sie standen staunend vor einem anderen, zweiten Raum. In seiner Mitte erhoben sich 9 Sockel aus purem Gold. 8 von ihnen trugen herrliche Bildsäulen, jede aus einem einzigen Diamanten herausgearbeitet. Diese Kunstwerke strahlten solchen Glanz aus, dass das ganze Zimmer davon erhellt war. »Woher hat mein Vater nur diese prächtigen Schätze?« rief Prinz Zain.
Da bemerkte er auf dem neunten Sockel ein Stück weißer Seide, auf der etwas Geschriebenes stand. Er trat näher und las: »Mein lieber Sohn, diese 8 Bildsäulen habe ich mit großen Mühen erworben. Sie sind sehr schön, aber es gibt noch eine 9. Bildsäule auf dieser Welt. Sie ist 1000-mal schöner als alle diese 8 hier. Willst du sie besitzen? Dann reise nach Kairo. Dort wohnt Mubarak, der einst mein Sklave war. Geh zu ihm und erzähle, was du hier gefunden hast. Er wird dich als meinen Sohn anerkennen und dorthin führen, wo sich diese wunderbare Bildsäule befindet, deren Besitz dir Heil und Segen bringen soll.« Als der Prinz diese Zeichen seines Vaters gelesen hatte, gab es er ihm nur noch einen Wunsch. Er wollte auch die 9. Bildsäule haben. Er übergab die Regierungsgeschäfte seiner Mutter und machte sich noch am selben Tag auf die lange, beschwerliche Reise nach Ägypten. In Kairo erkundigte er sich nach Mubarak. Man sagte ihm, er sei einer der reichsten und gastfreundlichsten Bürger der großen Stadt und sein Haus sei leicht zu finden. Zehn ging also hin, ließ sich bei Mubarak anmelden und wurde unverzüglich von ihm empfangen. »Ich bin der Sohn des verstorbenen Königs von Basra und heiße Zehn alles Namen«, sagte der Prinz. »Der König war früher mein Herr«, erwiderte Mubarak, »aber soweit ich weiß, hatte er keinen Sohn. Wie alt bist du?« 20 Jahre«, sagte Zehn. »Doch weil ich hörte, dass du schon vor 22 Jahren den Palast meines Vaters verlassen hast, will ich dir durch den folgenden Bericht beweisen, dass ich wirklich der Sohn meines königlichen Vaters bin. Er hatte unter seinem Zimmer einen geheimen Raum, in dem ich 40 Urnen voll Gold gefunden habe. Außerdem gibt es einen zweiten Raum mit 9 Sockeln aus Gold, von denen aber nur 8 je eine wundervolle Bildsäule tragen.« Mubarak unterbrach hier den Prinzen und rief freudig: »Wenn du das alles weißt, bist du wirklich der Sohn des Königs von Basra. Gerne werde ich dich zu der 9. Bildsäule führen. Aber vorher möchte ich dir zu Ehren ein Festmahl veranstalten und die vornehmsten Männer von Kairo dazu einladen.« Und alsbald wurde Zein in einen prachtvollen Kuppelsaal geführt, wo er unter den vielen Gästen den Ehrenplatz erhielt. Nachdem sie reichlich gegessen und getrunken hatten, stand Mubarak auf und sagte: »Liebe Freunde, dieser fremde junge Mann hier ist der Sohn des Königs von Basra, dessen Sklave ich einst war. Mein einstiger Herr ist aber gestorben, ohne mir die Freiheit zu schenken. Darum gehöre ich samt meinem Eigentum von Rechts wegen diesem jungen Fürsten, dem Erben meines früheren Herrn.« Zehn aber wollte davon nichts hören und rief: »Lieber Mubarak, ich schenke dir von diesem edlen Herrn die Freiheit und verspreche, dass ich den Hab und Gut niemals antasten werde.« Darauf küsste der dankbare Mubarak die Erde, er ließ seinen besten Wein hereintragen und überreichte am Ende des Festes jedem Gast ein kostbares Geschenk. Am nächsten Morgen brannte sie ihn darauf, endlich an den Ort der Bildsäule geführt zu werden. Als ihm Mubarak die Gefahren dieser Reise ausmalte, entgegnete der Prinz mutig: »Allah hat mir mein Schicksal bestimmt. Ich werde mein Ziel entweder erreichen oder dabei umkommen.« Also machen sie sich auf die Reise. Nach einem Ritt von mehreren Tagen kamen sie in eine eigenartige und sehr schöne Gegend. Hier blieben die Diener zurück und Mubarak ging den Rest des Weges mit Zehn zu Fuß. Als sie das Ufer eines großen Sees erreichten, sprach Mubarak: »Der schreckliche Ort, an dem sich die 9. Bildsäule befindet, ist nahe. Wir müssen nur noch dieses Wasser überqueren.« Zehn entdeckte jedoch weit und breit kein Boot. Da sprach Mubarak: »Warte nur ab, gleich werden wir von dem Zauberschiff abgeholt, das dem König der Geister gehört. Aber lass dich da nicht von der sonderbaren Gestalt des Fährmanns erschrecken und merke dir vor allem, dass du mit ihm nicht sprechen darfst. Denn wenn du ein einziges Wort an den Fährmann richtest, wird unser Boot sofort im See versinken.«
Schon während dieser Worte näherte sich auf dem Wasser ein seltsam geformtes Schiff aus rotem Sandelholz. An seinem Mast wehte eine Fahne aus blauem Atlas und in dem Fahrzeug stand ein Schiffer, der zum Fürchten aussah. Denn er hatte den Kopf eines Elefanten und den Leib eines Tigers. Noch bevor das Wasser das Ufer das Boot erreichte, packte der Fährmann mit seinem Elefantenrüssel erst Mobarek und dann Zein. Er hob sie hoch durch die Luft in das Fahrzeug. Dann brachte er sie in einem einzigen Augenblick zur anderen Seite des Sees. Hier griff er wieder mit seinem Rüssel zu, setzte die beiden Männer ans Land und verschwand alsbald mit seinem Geisterschiff, ebenso lautlos und rasch, wie er gekommen war. Zein konnte nun über all die Schönheit seiner Umgebung nicht genug staunen. Herrliche Blumen und duftende Kräuter erfüllten die Wiesen. Mit unbekannten Früchten beladen, neigten sie Zweige der Bäume bis zur Erde und der zauberhafte Gesang unzähliger Vögel erfüllte die Luft. »Hier dürfen wir wieder sprechen«, sagte Mobarek. »Wir befinden uns auf der Insel des Königs der Geister, die auf der Welt nicht ihresgleichen hat.« Während sie weitergingen, wurde die Landschaft immer schöner und schöner. Schließlich kamen sie zu einem Palast, dessen Mauern aus kostbarem Smaragden aufgetürmt waren. Hohe Bäume und ein breiter Graben umrahmten das wunderbare Bauwerk. Sein Eingangstor bestand aus schwerem Gold. Und davor befand sich eine schillernde Brücke, die aus einer einzigen Fischschuppe hergestellt war. Diese Brücke aber wurde bewacht durch viele Geister von ungeheurer Größe. Drohend schwangen sie wuchtige Keulen aus chinesischem Stahl. Damit uns diese Geister nicht erschlagen, müssen wir einen Zauber anwenden, sagte Mobarek. Er zog einen Beutel aus der Tasche und entnahm ihm 4 Streifen gelber Seide. Mit dem einen umwand er seinen Gürtel, einen zweiten befestigte er an seinem Rücken. Die beiden anderen Streifen gab er Zein, damit er das Gleiche tun konnte. Und danach breitete Mobarek 2 Tücher auf der Erde aus und bestreute ihre Ränder mit Edelsteinen. Moschus und Ambra. Dann setzte sich Mobarek auf das eine Tuch und Zein auf das andere. Jetzt will ich den König der Geister beschwören, sagte Mobarek. Ich muss dir aber gestehen, dass ich mich sehr fürchte, denn es kann sein, dass ihm unsere Ankunft auf seiner Insel missfällt. Dann wird er nämlich in der Gestalt eines abscheulichen Ungeheuers auftauchen. Ist aber unser Plan nach seinem Willen, so zeigt er sich uns als freundlicher Mann. Sobald er sich nähert, musst du handeln, mutiger Zein. Du stehst auf, um den König der Geister zu begrüßen. Lass dabei aber unbedingt deine Füße auf dem Tuch stehen, sonst bist du des Todes. Dann sprich zu ihm. Großer Beherrscher der Geister, mein Vater, der dein Diener war, ist vom Engel des Todes hinweggeführt worden. Nimm nun mich in deinen Schutz, so wie du meinen Vater beschützt hast. Wenn dich dann, fuhr Mobarek fort, der Geisterkönig fragt, welche Gnade du von ihm erbittest, so lass dir von ihm die 9. Bildsäule schenken. Nach diesen Erklärungen begann Mobarek mit geheimnisvollen Bewegungen und Worten den Geist zu beschwören. Plötzlich blendete ein langer Blitz ihre Augen, es folgte ein furchtbarer Donnerschlag und im gleichen Moment hüllte sich die ganze Insel in tiefe Finsternis. Der Boden erzitterte wie unter einem Erdbeben, ein gewaltiger Sturm brach los und es erklang ein entsetzlicher Schrei. Zein sah das Schlimmste voraus, aber Mobarek lächelte nur und sagte, »Nur ruhig, mein König, es geht alles gut.« Im gleichen Augenblick erschien der König der Geister in der Gestalt eines schönen alten Mannes. Allerdings erstrahlte seine riesenhafte Größe immer noch etwas Furchterregendes aus. Zein begrüßte ihn genau mit den Worten, die ihm Mobarek vorher genannt hatte. Darauf antwortete der Geisterkönig, »Mein Sohn, ich liebte deinen Vater.
So oft er kam, um mir seine Ehrfurcht zu bezeigen, schenkte ich ihm eine Bildsäule. Und weil ich dir nicht weniger gewogen bin als ihm, bin ich dir schon wiederholt im Traume erschienen, um seinen Weg hierher zu lenken. Gern will ich dir die 9. Bildsäule schenken, deren Schönheit die 8 anderen bei weitem überstrahlt. Aber bevor das geschieht, musst du mir schwören, dass du noch einmal auf meine Insel zurückkommst und dann eine wunderschöne 15-jährige Jungfrau mitbringen wirst. Dieses Mädchen darf noch niemals in seinem Leben einen schlechten Gedanken gehabt haben und du selbst darfst sie auch nicht für dich begehren, obwohl du sie so lieblich und gut findest. Herr, ich schwöre, deinen Wunsch zu erfüllen, sagte Zain. Ich werde so ein Mädchen suchen. Doch wie soll ich erkennen, dass sein Wesen deinen Wünschen entspricht? Lächelnd sagte der Geisterkönig, ich weiß, dass sich ein Mann durch äußere Schönheit leicht täuschen lässt. Darum nimm diesen Zauberspiegel als Hilfe mit. Hast du eine schöne 15-jährige Jungfrau gefunden, dann schau in diesen Spiegel. Wenn sich das Glas trübt, wäre es das falsche Mädchen. Bleibt es aber klar, so hast du das Wesen gefunden, dessen Gedanken und Gefühle noch frei und sind von allem Bösen. Nach diesen Worten verschwand der Geisterkönig. Zain steckte den Spiegel ein und ließ sich mit Bobarek von dem elefantenköpfigen Fährmann wieder über den See bringen. Nach einigen Tagen waren sie dann in Mubareks Haus in Kairo. Zain wollte dann gleich nach Bagdad reisen, um dort das Mädchen für den König der Geister zu suchen. Mubarek aber meinte, Kairo ist auch eine große Stadt. Warum sollten wir nicht hier eine passende Jungfrau finden? Als sie forschten, bei allen vornehmen Familien, die eine schöne 15-jährige Tochter hatten. Doch immer wenn Zain in den Zauberspiegel blickte, trübte sich das Glas. So mussten sie sich schließlich doch noch nach Bagdad begeben und vielleicht dort ein Mädchen mit reinem Herzen zu entdecken. Sie bezogen einen prächtigen Palast, zeigten sich äußerst gastfreundlich, weil sie möglichst viele Menschen kennenlernen wollten, die sich auf die richtige Spur bringen konnten. Die Lösung aber brachte jemand, der ihnen feindlich gesonnen war. Und das kam so. In der Nähe des Palastes wohnte ein Imam, ein Vorbeter aus der Moschee. Als er sah, wie gastfreundlich Mubarek und sie ihn alle nur möglichen Leute bewirteten, wurde er neidisch auf ihre Großzügigkeit. Er fing an, das Volk aufzuwiegeln und sagte, in dem Palast haben sich Fremde eingemietet, die täglich das Geld zum Fenster hinauswerfen. Gewiss sind es Betrüger, die ihren Reichtum nur gestohlen haben. Zum Glück bekamen nun diese Reden Mubarek zu Ohren. Da band er rasch 500 Goldstücke in ein Tuch, packte noch Geschenke dazu, brachte alles dem neidischen Mann und sagte, ich bin der Diener des Königs Zain al-Asman von Basra, der dein Nachbar ist. Mein Herr schickt mich zu dir und bittet dich, dieses bescheidene Geschenk anzunehmen. Und von Stund an war der Imam durch die reichen Geschenke wie verwandelt. Er sprach kein schlechtes Wort mehr über die Fremden und bei der nächsten Gelegenheit besuchte er Zain, um sich in aller Form zu bedanken. Herr, willst du länger in Bagdad bleiben? Fragte er am Ende dieses Gesprächs. Da erzählte ihm Zain, dass er in Bagdad bleiben wolle, bis er eine 15-jährige Jungfrau gefunden habe, die noch keinen schlechten Gedanken kennt. Und der Imam entgegnete, vielleicht kann ich dir helfen, denn ich kenne ein Mädchen dieser Art. Ihr Vater war einst Wesir, hatte aber den Dienst des Hofes verlassen und lebte sehr zurückgezogen in einem Haus, um sich dort ganz mit der Erziehung seiner Tochter zu beschäftigen. Wenn du willst, so führe ich dich hin und stelle dich diesem Manne vor. Noch am selben Tag kam es zu der Begegnung. Der Wesir fühlte sich durch den Besuch des jungen Königs von Basra sehr geehrt. Er ließ seine 15-jährige Tochter kommen, nahm ihr den Schleier ab und Zain stand vor einem Mädchen von so wunderbarer Schönheit, wie er sie noch nie erblickt hatte. Er zog den Spiegel hervor und zu seiner großen Freude blieb das Glas so klar wie eine Quelle. Zain hatte die richtige Jungfrau gefunden.
Der Wesir war stolz, dem jungen König von Basra die Tochter zur Frau geben zu dürfen. Alsbald wurde mit großer Pracht die Hochzeit gefeiert, doch als sich die Gäste entfernt hatten, erinnerte Mubarak seinem Herrn an das Versprechen. »Du hast recht. Wir wollen zum König der Geister reisen«, sagten sie ihm. »Ich habe es ihm geschworen. Aber viel lieber würde ich jetzt das Mädchen mit nach Basra nehmen, um es dort auf meinen Thron zu setzen. Darum bitte ich dich, verberge meine schöne Frau auf dieser Reise vor meinen Augen. Denn ich habe sie schon viel zu viel lieb, weil ich sie viel zu viel gesehen habe.« Sie machten sich auf den weiten Weg zur Insel des Königs der Geister. Mubarak versorgte sie in seine Frau, sodass sie ihren Mann nicht zu Gesicht bekam. Als sie fast am Ziel waren, fragte das Mädchen: »Welche eigenartige Gegend ist das? Werden wir bald in der Heimat meines königlichen Gemahls eintreffen?« Schweren Herzens gab ihr Mubarak die Wahrheit zur Antwort: »Herrin, König Zeen hatte ich nur geheiratet, um dich aus dem Haus deines Vaters fortführen zu können. Er gab den Schwur, dich zum König der Geister zu bringen, der ein Mädchen deiner Art verlangt.« Nun begann die Jungfrau Mitleid zu jammern, ob so sehr ihre Tränen auch Mubarak rührten, er konnte und durfte ihr nicht helfen. So wurde sie schließlich dem König der Geister vorgestellt, der sie lange, lange mit prüfenden Blicken betrachtete. Dann sprach sie zu ihm: »Ich bin mit dir zufrieden. Die Jungfrau, die du mir brachtest, besitzt außer ihrer makellosen Schönheit ein reines Herz, das noch kein böser Gedanke getäubt hat. Nun kehre in deine Heimat zurück, und wenn du dort das unterirdische Versteck mit den 8 Bildsäulen trittst, dann wirst du die 9. finden, die ich dir versprochen habe.« Zu ihm dankte dem König der Geister, er begleitete Mubarak nach Kairo und reiste unverzüglich wieder in seine Heimat. Doch, obwohl er neugierig auf die 9. Bildsäule war, wurde er bei dem Gedanken daran nicht sehr froh, denn die Trennung von seiner schönen Frau schmerzte ihn sehr. Er machte sich Vorwürfe, weil er sie nur aus ihrem Vaterhaus entführt hatte, um dem König der Geister einen Gefallen zu tun. Die trübe Stimmung, mit der Zein in Basra ankam, passte gar nicht zu dem ausgelassenen Freudenfest, das sein Volk ihm zu Ehren veranstaltete. Die Königin aber nahm ihren heimkehrenden Sohn bei der Hand und sprach: »Komm, nun wollen wir sehen, ob die 9. Bildsäule da ist und auf welche Weise der König der Geister sein Wort gehalten hat.« Ungeduldig schritten Mutter und Sohn die Marmortreppe hinab. Doch wie groß war ihre Überraschung, als sie auf den 9. Zockel kein Kunstwerk aus Diamant sahen. Dort stand ein Mädchen aus Fleisch und Blut. Es war 1000-mal schöner als die 8 anderen Bildsäulen. Es war die Jungfrau, die zu ihnen dem Geisterkönig gebracht hatte. »Mein König«, rief sie, »du hast gewiss etwas Kostbares erwartet als mich.« »Nein«, sagte Zein, »Allah ist mein Zeuge, dass ich oft nahe daran war, meinen Eid zu brechen. Nun kennt mein Glück keine Grenzen, denn ich liebe dich mehr als alles auf der Welt.« Kaum hatte Zein das ausgesprochen, da erzitterte der unterirdische Raum unter einem furchtbaren Donnerschlag. Zeins Mutter erschrak, als plötzlich der König der Geister erschien. »Fürchte dich nicht«, sagte der Geist, »dein Sohn steht unter meinem Schutz, und ich liebe ihn, wie ich deinen Mann geliebt habe. Zu ihm wollte ich prüfen, ob er imstand ist, seine Gefühle zu beherrschen, denn ich sah voraus, dass er dieses Mädchen von Anfang an lieben musste. Er aber hat trotzdem sein Wort gehalten und mir damit große Freude gemacht.« Nach dieser Erklärung wandte sich der Geisterkönig zu Zein alles nah und sprach: »Lebe glücklich mit dieser jungen Frau, und wenn du willst, dass sie dir treu bleibt, dann sei auch du immer gut zu ihr und treu.« Nach diesen Worten verschwand der König der Geister. Zein umarmte seine liebenswerte Frau und ließ sie noch am selben Tag zur Königin von Basra ausrufen. In großer Liebe und unvergänglicher Treue lebten nun die beiden miteinander lange, lange, lange Jahre. So.